Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass die letzte Folge beim Laufen etwas gewackelt hat. Ich weiß nicht, woran das immer mal wieder liegt. Weil in manchen Aufnahmen ist es nicht so, im Spiel an sich ist es überhaupt nicht so. Jetzt ist es wirklich nur bei der Aufnahme und ich habe keine Ahnung, aber das Spiel hat sowieso einige Probleme bei mir. Ja. So. Oh, was haben wir denn da? Folge finden in der Gelehrten. Was habe ich da? Sprich mit Vater Lucius. Ach so, ja, genau. Wir müssen aber hier. Wir müssen dieses Lager finden. Am besten hier runter. Und dann erstmal geradeaus, würde ich sagen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Gar nicht, ne? Oh, okay. Hätte ich oben rausgemusst. Oh. Warum überhaupt dann die Möglichkeit geben? Muss hier oben wieder raus. Und dann... Ich komme hier nicht mehr weg. Bin eingesperrt. Ich... Okay, keine Panik. Wie komme ich hier wieder raus? Gibt's doch nicht. Ja, dann kann es ja nur noch da unten sein. Da unten war es nicht, dann vielleicht hier lang. Okay. War ich hier schon mal? Wir haben mich jetzt verarschen. Wo sind wir? Ah, aber guck mal. Die haben so Tierchen gezähmt. Oh. Sieht doch wirklich aus wie eine Mischung zwischen Bär und Wolf. Oh, schön. Und ich kann durchs Wasser planschen. Ah. Da ist ein Eingang. Meine Güte, ist das verstörend hier. Okay, das hätten wir definitiv geschafft. So, ich bin wieder zurück. Ja, wundert euch nicht, dass ich jetzt ein bisschen weiter bin. Ich irgendwie in jeder Aufnahme mittlerweile... Ich habe jetzt gerade ein paar Mal ausprobiert, ruckelt das Bild, sobald ich renne oder... Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das Spiel neu gestartet. Ich habe die Aufnahme neu gestartet, das Aufnahmeprogramm neu gestartet. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, meine Grafikkarte ist so langsam am Ende. Und daran wird es wahrscheinlich auch liegen. Also zusätzlich... Natürlich, Greedfall ist auch nicht gerade, also habe ich gelesen, nicht gerade ein gut optimiertes Spiel. Ja, das ärgert einen natürlich trotzdem. 359, so. Das sind komische Tiere, an die man vorbei kann. Ich greife mal an. Upsala. Close to Issa, Rikhnes Tiri. Na? Move away! Things are about to get dicey! Close to it! Die stehen definitiv mehr auf Schläge. Kann man hier so durchs Wasser? Ja. Weil komischerweise im Spiel an sich läuft es einwandfrei. Hier ist kein Ruckeln, nichts. Oh, ich hasse diese Viecher, ey. Close
voll ins Wasser rein. Mein Gott, ey. Boah. Das ist auch ein blödes Vieh, ehrlich, ey. Ich habe übrigens letztens gesehen, ich habe den Sumpfwächter besiegt. Das Vieh, was hier im Sumpf rumgelaufen ist, das war der Sumpfwächter. Was ist das denn da? Diese Höhle sieht verdächtig aus. Ich habe keine Ahnung, mich stört das mit dem Ruckeln und mir ist die ganze Aufnahme an sich auch nicht so toll, ist immer hier. Es ist so ein super Spiel, ja, und mich stört das so ungemein, dass das alles hier nicht so funktioniert, wie ich mir das gerne wünsche. Das stört wirklich so ein bisschen. Aber ja, ihr seid ja nicht gezwungen, unmöglich zu erklimmen. Ja, super. Wie soll ich denn dann da hinkommen? Hat da mal irgendeiner eine Ahnung von? Oh, hätte ich mir den ganzen Weg ja auch sparen können. Es ist sowieso schon düster genug hier. Jetzt muss ich auch noch im Dunkeln zurücklaufen. Irgendwas. Oh. You've no magic left. Drink a potion. Who is the rich nestiri? Der kommt da oben nicht runter. Move away. Things are about to get dicey. Ich kann leider nichts. Ich kann wirklich nichts daran machen, dass es ruckelt. Oh mein Gott, das stört mich so. Ich kann nur ab und zu nochmal hier kurz pausieren und gucken. Oh, und dann Entwarnung geben, aber mehr auch nicht. Hm. Ich kann jetzt teilweise Entwarnung geben. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, aber ich habe gerade geguckt. Ja, momentan hat es wohl die ganze Zeit nicht geruckelt, während wir im Sumpf waren. Das ist schon mal positiv. Das freue ich mich drauf. Ach, und ich kann ebenfalls sagen, ich weiß nämlich nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber dank... Fuchs hat mich hier gerade ein bisschen gestört. To my help. And death to the others. Dank PlayStation Now, was ich jetzt habe, kann ich... ich muss hier oben hoch. Das ist ein Lager. Oh, das aktivieren wir mal eben. Ja, kann ich jetzt über den PC mit der PlayStation Now App, die sich dann auf meinem PC befindet, kann ich jetzt PlayStation-Spiele, also 2er, 3er und 4er, auf meinem PC spielen und aufnehmen. Das bedeutet, es sind halt nur ausgewählte Spiele, alle neuen, sehr neuen Spiele und alle anderen müsste ich halt streamen. Aber bestimmte Spiele kann ich aufnehmen als Let's Play und es freut mich wirklich zu sagen, dass ich The Last of Us Part 1 dass ich The Last of Us als Let's Play rausbringen kann. Und zwar noch ist es geplant vor dem Release des zweiten Teils, weil ich den zweiten Teil höchstwahrscheinlich streamen werde. Das weiß ich aber noch nicht hundertprozentig, weil es darauf ankommt, wie meine Zeit halt da eingeplant ist und ob ich wirklich Zeit habe. Denn wenn ich streame, kann ich wirklich nur am Wochenende streamen. Und ich weiß halt nicht, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ich glaube im
Februar kommt es raus, aber ich weiß halt nicht genau an welchem Tag und wie es halt mit dem Wochenende da allgemein aussieht, ob ich das Wochenende überhaupt Zeit habe, wirklich zu streamen. Ich meine, privat zocken hat jeder immer mal Zeit, aber Stream ist ja dann immer noch so eine ganz andere Sache. Ja. Aber The Last of Us 1, also The Last of Us, wird definitiv hier auf meinem Kanal noch vor dem Release des zweiten Teils als Let's Play erscheinen. Und ja, ich freue mich drauf, dass ich es doch machen kann. Ich war ja erst am Überlegen, ob ich es streamen soll. Soll ich es überhaupt machen? Und dann habe ich mir überlegt, ja, den zweiten Teil willst du ja vielleicht auch streamen. Dann sollte der erste Teil ja auch auf deinem Kanal sein. Und das wird er auf jeden Fall. Und da freue ich mich drauf. Und der zweite Teil, ja. Over there. Tents. This must be the expedition's camp. A camp here. In the open wind. It was definitely set up by scholars. Ja, und der zweite Teil wird dann höchstwahrscheinlich gestreamt. Aber wahrscheinlich wird es dann vielleicht mein zweiter Anlauf sein, weil, wie gesagt, es kommt drauf an, wie ich Zeit habe und ob mich der Reiz nicht schon juckt, schon selber durchzuspielen. Ja. Was sehen wir hier? Signs of combat. They were attacked. By the look of the tents and the campfire, it dates back several days. It seems that they were taken prisoner. I don't see any bodies. No weapon leaves this sort of marking. Perhaps they're wielding magic. Yes. It is the art of the Donne Gada. One of the Valley clans was here. Would you know which one? One who fights against the invasion of the peoples from your island. I can be sure of nothing more. Why would they attack scholars? They are not warriors. They come here as conquerors. This is enough. But they were not killed. Warriors would have been. This looks like scientific equipment. This must be the Lost Expedition's campsite. Notiz vom Anführer der Expedition. Diese kugelförmige Wurzel hat eine dichte, feste Textur und einen starken, intensiven Geruch. Ich habe mehrere Tiere beobachtet, die sie ohne nennenswerten Effekt konsumierten. Daher ist sie wahrscheinlich genießbar. Eine Destillation im Labor sollte weitere Aufschlüsse geben. Alfra hat beschlossen, ihr Zelt wieder weiter weg aufzuschlagen. Sie sagt, dass sie sich bei unserem ständigen Geplapper nicht konzentrieren kann. Diese junge Frau ist talentiert, aber ich verstehe, warum ihr Meister sie gehen ließ, denn sie ist sehr launisch. Diese Vogelart kommt im Tal sehr häufig vor. Sie ist unglaublich neugierig. Sie kommen uns so nah, dass wir sie berühren können. Die Eingeborenen jagen sie wohl nicht, denn dann wären sie vorsichtiger. Aber ihr Fleisch ist köstlich. Ich nehme an, dass es sich um eine Glaubenssache handelt. Für diese naiven Wilden sind sie vermutlich heilig. This looks like the journal of a naturalist. There are sketches of flora and fauna. There is no doubt. We are definitely on the trail of the Lost Expedition. It seems that one of the team kept a distance from the others. Let's see what we can discover. Da ist noch was. A trail of blood. That cannot be good. Follow it. Ach, da geht's noch wo rein? Oh. More blood. We are on the right path. Keep going. Sehen die mich nicht? Wäre auch zu schön gewesen. And death to the others! Move away! Things are about to get dicey! So. A corpse. The clothes cannot be mistaken. It is a scholar of the Bridge Alliance. From the looks of him, I would say he has been dead for days, as we already thought. This isn't the woman whose journal we found.
There is still a chance that she remains alive. This man traded his life for all the suffering of my people. He was only a scholar, a sage, not a warrior on the battlefield. Do you think my people see a difference when bridgemen steal our people from their beds? From who do you think all the clans hide dead children? This man was unarmed. And from the position of his body, I would say he was fleeing. It is not honor that motivates them. Maybe it was vengeance. I'll search the body. We might find something to help us understand. Ja, Reisetruhe-Schlüssel oder so habe ich gerade gefunden, glaube ich. Kann ich da noch weitergehen? Nein. Und nun? Ach so. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Here is the isolated camp mentioned in the journal. Everything is in order. But the inhabitants are no longer here. Its position would have allowed them to escape the attack. Isolated. Discreet. Perfect visibility. Great choice. Na, eine, die sich auskennt. Das Tagebuch einer gewissen Afra. Wir haben ein kleines Lager in einem Tal errichtet, das wir studieren wollten. Die Flora an diesem Ort ist unglaublich üppig. Diese Insel ist der einzige Ort, an dem so viele verschiedene Arten nebeneinander zu finden sind. Angesichts dieser Vielfalt werden wir sicherlich ein Gegenmittel für den Malikor finden. Diese Pflanze mit ihren blauen Blüten und gezackten Blättern ist anders als jede andere Pflanze, die ich kenne. Ich werde einige Experimente durchführen müssen, um herauszufinden, ob die wirksame Essenzen enthält. Es ist eine Schande, dass wir uns nicht mit den Eingeborenen austauschen können, denn sie können sicherlich alle Eigenschaften ihrer Pflanzen, denn sie kennen schließlich alle Eigenschaften ihrer Pflanzen, aber die Soldaten warnten uns und sagten, dass wir den Inselbewohnern nicht vertrauen sollten. Anscheinend sind sie in diesem Gebiet sehr angriffslustig. Unsere Ankunft im Tal blieb nicht unbemerkt. Ich fühle mich, als würden wir beobachtet. Höchstwahrscheinlich von den Inselbewohnern, hoffentlich verstehen sie, dass wir nicht hier sind, um zu kämpfen, sondern nur um die Flora zu katalogisieren. Das Gefühl, beobachtet zu werden, wird immer bedrohlicher. Sie sind ganz in der Nähe, ich kann es spüren. Ich fürchte, wir müssen mit einem Angriff rechnen. Wir haben so wenig Waffen und meine Kollegen sind kaum imstande, sich zu verteidigen. Ich bin mir sicher, dass sie uns aus dem Sumpf heraus beobachten. Wenn sie uns angreifen, werden sie höchstwahrscheinlich von dort kommen. Ich habe versucht, meine Begleiter zu warnen, ihnen zu sagen, dass sie sich unauffälliger verhalten sollten, aber sie weigern sich, auf mich zu hören. It is a journal, that of a woman from the expedition, a certain Afra. She speaks of their research and relates here that she felt watched. She feared an attack was brewing. I believe she was right. The writing stops in mid-sentence. A woman with sharp eyes. They might have saved her life. We must follow the tracks of the attack. They will surely lead us to the party of intrepid scholars. This woman was right to fear the Donea Exregau. They must have followed this path coming from the swamp. This is where we should go if we want to find these lion scholars. Okay. Hier komme ich aber nicht. Ne. Das wird nicht funktionieren. Da muss ich komplett einmal außen rumgehen, oder? Am Sumpf bin ich ja eigentlich schon vorbei. Aber hier ist ja auch noch ein Weg. Schön, dass es jetzt wieder hell ist. Och, der Wasserfall da oben. So hübsch. Ich hoffe wieder mal, dass es nicht so sehr ruckelt. Huchala. Hängt immer irgendwie was Komisches dran. Ach ja, der Weg, der nicht erklimmbar war. Look, those are islanders. They might be from the clan that attacked the Bridger Camp. That's possible.
They look like trackers. But what are they tracking? New prey, no doubt. Let's get closer. Vrinaise! We won't let you take us. We will not kneel down without a fight. Wait. We have no desire to fight you. We only want to find the Lion Sages. They are not warriors, but their chief is ready to send an army of warriors to liberate them. If you help us bring them back, you will save your tribe from a costly battle in lives. He speaks truly. Look, one of them is already eager to bring Lion Warriors back to us. All we wanted was for them to tell us where our brothers are being kept. What good is this if we must leave our camp behind? Very well. Stay away from the main entrance. Our guards will not welcome your arrival. Pass around. There is a smaller entrance hidden there. The lions are kept in a home in ruins. There must be a key somewhere to open the door, but I know not where it is kept. Okay. Was denn jetzt? I'm not here to kill you. Tell me then, what is your intended purpose? We were sent to look for you. Apologies, but allow me to express my doubts. After this little swim, you could always try to pull the trigger. Who sent you to find me? We were not looking for you in particular, but the entire expedition. It was Governor Burham who asked us to find you. He is worried about you. You haven't been reporting. You should have said that straight away. I must admit, I was hoping for a rescue of a different nature. Do you have a name? Desarde. I'm from the congregation. The new governor's cousin. Who wears an islander face. I've heard stories about you. And them? I am Siora, daughter of Bladnid. From the people that your own capture and torture. I've never taken anyone. On the contrary, we had hoped to exchange our knowledge with your own. Kurt. Simply Kurt. I protect our Excellency's back. And if one of your violent fits overcomes you, rescue party or not, I will kill you. This is a rather odd group. I am Afra, a scholar from the Bridge Alliance. It is rather rare to find me rolling in the marshes. I study the fauna and flora of this isle. I should imagine you have many questions. Whoa. We saw the site where you were attacked. What exactly happened? We were taken by surprise. One moment everything was calm, and the next a war party of natives fell upon us. I had an uneasy feeling and kept myself apart, but when I heard my fellow scholars' shouts, I rushed over. Most of my companions are incapable of defending themselves, and we didn't have guards to protect us. One of them tried to flee, but they brought him down. We decided to give ourselves up to avoid a massacre. What has happened since the attack? How long have you been in these marshes? We were taken prisoner and were brought to a village nearby. I was able to escape while the others were taken to a house that they use as a prison. I wanted to join the Bridge Alliance frontier post not far from here, but I wasn't able. So I doubled back to keep watch of the village from a distance. I have been hoping to find a way to free my companions, without any success so far. Have you made progress in your search for a cure? We were studying some quite remarkable plants when we were attacked. The region is rife in unknown and novel species. Some seem incredibly promising. The local shamans know all these plants and they use them in their remedies. If only we had been able to converse with them rather than getting ourselves captured. Could you lead us to the village where your colleagues are being held prisoner? Certainly.
We are, oh, so very close. And I fully intend to participate in this rescue. I'm not one to sit around and twiddle thumbs. Schön. Folge Afra zum Lager. Ich will immer Alpha sagen. Folge Afra zum Lager. Das ist aber nicht das Dorf, wo wir dann hergekommen sind, oder? Nee, das ist ein anderes Dorf. Gar nicht hoch, ey. Kommt sie jetzt? Aber jetzt sag nicht, die kommt nicht. Weil sie auf mich wartet, ey. Was? Ich hasse sowas. Kann die KI nicht einfach diesen Weg entlang gehen und fertig? Kann man direkt wieder ein Lager aufschlagen? This is where the natives took your colleagues. Yes, it is here. These ruins are being used as a camp by the native raiders. There are so many of them. Better to remain discreet. I have spied on the camp and discovered where my colleagues are being held. They are being kept in the old walls of the main ruin. I would rather avoid unwarranted deaths. We should wait until nightfall and look around the camp to find a more discreet way to get inside. Okay. Vertrau ihr da mal. Wir sind ja jetzt von... Ach, das wollte ich jetzt nicht. Von da gekommen. Hier geht's nicht lang, also müssen wir hier lang gehen. Und wir sollen nicht zum Haupt... Haupteingang gehen, sondern wir sollen zum kleinen Eingang gehen. To my health! And death to the others! You've no magic left! Drink a potion. Close to is Rechnestiri. Hat sie denn irgendeinen Tipp? Ich kann mit ihr jetzt gar nicht reden, okay. Ich dachte, sie hätte jetzt vielleicht irgendeinen Tipp, wie man... Hier ist diese Ruine. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. In der Hoffnung, hier nichts zu finden. Jetzt kann ich wieder mit ihr reden. Jetzt wieder nicht. Also kann ich anscheinend jetzt gar nicht mit ihr reden. Sie wird wahrscheinlich nur als so eine Art NPC angezeigt. Oh, guck mal. I
can't do that. Oh no, was? Fuck you. Warte mal. Fähigkeitenpunkt. Schleichen. Hm. Ich hab doch da... Hier schleichen, aber... Kriege ich das Schleichen denn hin? Zu was gehört das denn? Hä? Zu was gehört denn Schleichen? Ich bin total überfordert gerade. Level 2 Intuition. Ah, hier. Boah. Gut, ich mach's trotzdem. Muss ja weg. I fled as they were about to lock my companions inside a cell. We're going to need a key. Please, Onol Manawi, let's try to avoid a fight. Ja, das ist leichter gesagt als getan, meine Liebe. Ich würde ja gerne hier hoch. Aber das klappt nicht. Ah. Oh. Das wird nicht gut enden. To my health and death to the others. Watch out! Grenade! Move away. Things are about to get dicey. Könnten wir uns jetzt bitte reinschleichen, Leute? Vielen Dank. Oh, ich muss Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.